Hallo und herzlich willkommen allen Abonnenten und Zuschauern zur weiteren Folge LS19 auf der Thüringer Oberland. Ja, heute gibt es mal die Thüringer Oberland mit eventuell Kindergeräuschen. Meine Frau ist nämlich mit dem Großen zum Arzt. Dem geht es überhaupt nicht gut. So, ich trinke mal einen Schluck. Wie ihr seht, habe ich einen Fehler gemacht in der letzten Folge. Und zwar habe ich den Kurs nicht abgespeichert für Cosplay. Hier, das Grubbern. Ich habe es jetzt nochmal gemacht. Und gestartet. Ja, jetzt müssen wir natürlich warten. Wir kommen nicht wirklich weiter. So, dann will ich mal eben ins Lager gucken, was wir an Sachen da haben. Weizen könnten wir verkaufen. Das tun wir auch mal. 1500 an eine Brauerei. Dann verkaufen wir Weizen. Wir holen uns noch den anderen Anhänger. So, dann können wir jetzt schön aufladen und wegfahren. Das wird dann unser erster Weizenverkauf. Oder generell unser erster. Nee, unser erster Verkauf nicht, aber unser erster Weizen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Bin ich drunter? So, der erste Anhänger gleich voll. Da geht ja mal recht zügig. Dann haben wir auch noch ein bisschen Weizen für die Tiere da. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir zur Brauerei? Wo ist die nochmal? Gartenzentrum, Weberei. Ach, da ganz da. Och, je, je. Der ist egal, wir fahren da hin. Und derzeit kann der Grubber in Ruhe arbeiten. Gucken, können wir den noch reparieren? Nicht das Gewicht. Ja, aber das können wir auch reparieren. Nein! Ich will den Traktor, nicht den Anhänger. Ja, geht doch. Naja, aber sollen wir schon mal Frontgewicht und Trecker heile? Und wir fahren da mal hoch. Wird eine schöne ruhige Tour. Wie fahren wir jetzt am besten? Wir fahren hier rum. Der andere Weg ist mir dann doch zu lang. So, jetzt hol Schmackes. Jetzt geht's bergauf. Oh, 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 oh. Das tut weh. Guckt euch das an. Und der hat so viel Power.
Merkt man keinen Unterschied gerade. km/h ist schon verdammt langsam. Ach, ist das ruhig. Ach, ruhig im Cockpit. Nachricht. So, jetzt geht's wieder schneller voran. Gerade mal eben eine Nachricht gelesen. Oh, Attacke hier. Dreiundvierzig liest sich gut ab. Ja, bin ich mal gespannt, was das an Gesamtsumme macht. Ich habe jetzt keinen Bock, das im Kopf aufzurechnen. 22.600 mal 1.500. Schieß mich tot. Ach, das lässt sich. Ach, das lässt sich doch wunderbar fahren so. Da dürfen wir gleich nur das Abbiegen nicht vergessen. Irgendwo hier vorne war das doch, oder nicht? Ah ne, hier hinter, genau. Kommt eine Straße noch. Ich glaube, hinter dem Wäldchen, ne? Aber was davor? Dahinter. Ach so, ich muss ja mal eben gucken, auf was ich die Kippe eingestellt habe. Ups. Abkippseite links, das ist gut. Abkippseite hinten, das ist falsch. Links. Also ich gebe jetzt kein Gas. Die Anhänger drücken so den Trecker hier runter. Mit 33. Okay, das kann sich sehen lassen. Bei dem Gewicht. Ne, weil hier. Aha. Okay, der Fahrzeug. Ja, hier rein. Schlecht zu erkennen von innerhalb des Fahrzeugs. So, beide gleichzeitig.
Na, ist doch schön, dass das jetzt auch geht, vernünftig. Ja, wunderprächtig. Knappe 200.000. Da können wir doch mal glatt gucken, ob wir uns ein Feld leisten können davon. Ich würde eher zu Feld 6 tendieren. Boah, was? Und 4? Eieiei. Was ist denn mit 7 und 8? 8. 8 ist da hinten am Arsch der Welt. Ich würde lieber die 7 nehmen. Wir kaufen Feld 8. Haben wir da was drauf? Feld 8. Kartoffeln. Ja, klasse. So war das nicht geplant. Tja, jetzt müssen wir uns überlegen. Grubban war die unter? Oder pflügen die unter und machen was anderes drauf oder lassen wir die drauf und leihen uns das Rodegerät. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben für die nächste Folge? Weil 118.000 haben wir ja noch. Wenn wir das nächste verkaufen, könnten wir uns Feld 7 auch schon leisten, ne? Das könnte man eigentlich tun. Müssen wir mal gucken, wo wir die Gerste dann am besten verkaufen können, aber nicht in dieser Folge. Wir gucken gleich nochmal zum Grubber rüber, wie weit der jetzt ist. Und dann mal eben bei den Hühnern auf dem Rückweg bei den Hühnern vorbeischauen, ob die schon Eierchen gelegt haben. Aber ich sollte, glaube ich, den Palettenmod mit draufnehmen, damit wir die Eierkartons nicht so auf den Anhänger schmeißen müssen. Wäre jetzt so meine Idee mit den Eierpaletten. Ist hier nicht ein Feldweg auch runter? Ja. Dann können wir doch hier schon runter eiern. Hier könnte man gut Frost machen auf dem Stück. Zumindest in der Zeit, wo die Felder wachsen. Müssen wir ja nicht sofort verkaufen, das Holz, können wir ja zum Zeitvertreib machen oder aus Just for Fun. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann sind wir gleich schon wieder zurück und am Ende der Folge. Nur für eine Tour.
So, eben bei den Hühnerchen gucken. Nein, stehen noch keine. Das war knapp. Aber die scheinen glücklich zu sein. Dann bin ich ja beruhigt. In der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen Weizen Gerste verkaufen. Denke ich mir mal so. Oder? Oh. Eigentlich ist die Folge vorbei, liebe Leute. Wenn ich das Auto speichern so angucke. Aber wir gucken jetzt eben nach dem Preis für Gerste. Ich weiß nicht, bei mir braucht er immer so lange zum Speichern. Und es läuft schon alles auf SSD. Da haben wir nur 21.000. Wir verkaufen Raps 1611 an der Getreide AG. Wir verkaufen Raps. Davon haben wir ein bisschen mehr auf Lager. Ich werde schon mal die Anhänger befüllen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis dahin, euer Jens. Tschö.